Servus, liebe Kinderautoren. Schön, dass ihr heute wieder bei mir reinschaut. Heute koche ich was typisch Elsässisches für euch, nämlich Flammkuchen, und zwar vegetarisch. Und was braucht ihr dazu? Flammkuchenteig, Creme Fraiche, in dem Fall von Jacques Alphand, kennt ihr wahrscheinlich die Marke. Dann Lauchzwiebeln, beziehungsweise Zwiebeln, klein, dünn geschnitten. Und dann in dem Fall Paprikastreifen, auch dünn geschnitten. Als erstes tun wir von Jacques Alphand die Creme Fraiche drauf und tun es gleichmäßig verteilen. Ja, das tut dem Teig gut, möglichst gleichmäßig. So, auch ins hinterste Eck von unserem Flammkuchen. So, hier sind Stuckateure und Maurer natürlich gleich im Vorteil. So, da. Ja, und wenn wir das haben, dann beginnen wir mal mit der ersten Schicht. Also so geht es im Endeffekt bei jedem Flammkuchen zu, egal ob vegetarisch oder mit Fleisch oder süß. So, dann verteile ich jetzt hier mal wild ein paar Zwiebeln über die Fläche und dann kommen jetzt ein paar Lauchzwiebeln, die ich dünn hergeschnitten habe, über den Teig, beziehungsweise jetzt die Creme Fraiche drüber verstreut. So, bitteschön. Und als nächstes, weil es ja vegetarische ist und wir ein bisschen Farbe brauchen im Leben, kommt jetzt die Paprika dazu. So. Das hat natürlich jetzt nichts mit der Pizza zu tun, ja, also sagt es bitte nicht zu einem Eisesser, dass sie Pizzaesser sind. Da könnten selbst die ihre Freundlichkeit verlieren. So, und wie sagt der Franzose, voilà, da haben wir es schon. Fertig ist unser lecker vegetarischer Flammkuchen. Der kommt jetzt in den Ofen bei Umluft 200 Grad, bei allen anderen Elektroöfen nehmen wir 220 Grad bitte her. Und ab damit! Ja, liebe Kinderautore, ihr seht es selbst, zum Reinbeißen, wunderbar, très bien, wie der Franzose sagen würde, der Elsässer. Unser vegetarischer, elsässischer, klassischer Flammkuchen ist fix und fertig, bereit zum Essen. Weitere tolle, schnelle und gesunde Kochrezepte findet ihr auf kinderautor.de. Ihr dürft uns gerne liken, ihr dürft gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren und ich freue mich sehr, wenn ihr wieder bei mir vorbeischaut. Macht es gut, bis dahin, pfiat, servus.